Willkommen zurück zu Max Payne 3. Im letzten Part wurde die Party unseres Boss gecrashed und er wurde entführt, genau wie ihre Frau. Max hat aber alles geregelt, also keine Sorge und wir schauen direkt, wie es weitergeht. Eine kleine Überdosis Tabletten scheinbar. And with that, I guess I was ready for bed. Ich frag mich eh die ganze Zeit, wann wird er sich wohl umbringen? Er macht so den Eindruck. Übrigens werde ich eigentlich nicht in die Sequenzen labern, außer jetzt, wo sowieso nichts geredet wird. Dachte ich mir, mache ich mal einen kleinen Einwand so. A couple of days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. But it's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. I love this place. I love this view. Real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Week, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Ich kann mir genau vorstellen, wie Max sich da jetzt fühlt. Also, mir geht's bei solchen Aktionen ähnlich. I would have called, okay. But you know how it is, didn't want it to bother you. Okay. Hey, Marcel. Marcel, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh, yeah, I know Anna.
second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio, we can advance. Claudio? Fucking Claudio, he isn't even any good. He worked when he'd be in Barcelona, Milan, he couldn't even make it in Germany. Now he comes back here like fucking royalty. I'll introduce him. Nah, I need to see that. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub. Listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home. I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Oh, ah, my nigga! Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Die Gespräche sind sowas von authentisch und man sieht schon, da ist auch irgendwie wieder eine Gang am Start, die haben auf jeden Fall was vor. Was haben die eigentlich gegen die Familie? Oder, ja, das werden wir bestimmt noch erfahren. Ich meine, Politik und Reich und alles sowas, ne? Da trifft einiges aufeinander. Kann man schon was mit anfangen, so. Endlich wieder ein bisschen Action. Darf ich schon selber spielen? Darf ich schon selber spielen? Ja, jetzt. Tschüss, Mann. Und du auch bitte. Komm, so viele wie irgendwie möglich. Denn ich glaube, sonst wird es gar nicht so einfach. Yo, es wird überhaupt nicht einfach. Oh, Gott sei Dank, den haben wir noch erwischt. Sonst wären wir hier schon down gewesen. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. Ja, ich hoffe auch, dass wir die noch erwischen. So, komm, was nehmen wir denn mal mit? Irgendeine gute Waffe? Da wird schon passen, was haben wir denn überhaupt dabei? I knew if I didn't get to the girls soon, okay, das ist in Ordnung. This place with either a price on their heads. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. Ich meine, dass diese Stelle hier gar nicht so einfach ist. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Probleme, denen die Köpfe wegzublasen. Aber machen wir das Beste draus. Komm. Oh, die Waffe ist nicht gut. Die Waffe ist nicht so geil. Könnte ein bisschen mehr Durchschlag haben. Ich glaube, ich nehme die andere. Die PT-92, die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hat vielleicht weniger Wumms, aber wir können schneller schießen. Da hast du recht. Nicht, dass da irgendwie die Presse vorne steht oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich bin nicht reich, ich kenne mich nicht aus. Die Probleme der reichen Menschen sind mir fremd. Leider. Ich könnte gut damit leben. Ganz ehrlich. Guck mal, Bullet Time hier ein bisschen. Ist eigentlich... Ich benutze das recht selten, muss ich sagen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Denn ich denke mal, viele wollen bei Max Payne natürlich Bullet Time Action sehen. Kann ich nachvollziehen. Deswegen werde ich mir ein bisschen Mühe geben, das öfter einzusetzen. Weißt du was, Max? Nimm das auch mal mit. Haben wir davon auch ein bisschen mehr? Das alles? Nee, mit so wenig Schuss ist das uncool. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out here. They went that way into the lounge. Come here. Go. Get up. Can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here.
Übrigens, wisst ihr, wie Max Payne aussieht? Also, jetzt rein vom Optischen her. Erinnert er mich stark an Hal aus Malcolm mittendrin, also der Vater. Oder auch Walter White, der auch der gleiche ist halt. Aber als Walter White erinnert mich sogar ein bisschen mehr an Walter White. Also Breaking Bad, wenn euch das was sagt. Heisenberg. Jo, auf jeden Fall, ja, irgendwie scheinen die sich daran ein bisschen orientiert zu haben oder... Ja, ich habe den zweiten Teil nie gespielt. Ich weiß nicht, wie Max da aussah, aber das 2003 war, jetzt wo noch nicht so extrem krasse Gesichtsanimationen gegeben haben. Wow, wo kommt... Von wo schießt du? Ach, da. Ciao. Na? Will noch einer mit mir spielen? War's das schon, Jungs? Ach, komm. Ist ja fast schon lächerlich, okay. Okay, da sind noch welche. Schnell. Oh, Max, wir müssen in Deckung gehen. Kein Scheiß. So, tschüss, Mann. Hast du dir so gedacht? Komm raus. Wisst ihr was? Machen wir anders. So einfach ist das. Wie gesagt, ein bisschen mehr Bullet Time. Und wenn ich es falsch ausspreche, dann tut es mir an der Stelle leid, aber... Ich meine, es gibt Schlimmeres auf der Welt, oder? Ihr könnt es mir zwar in die Kommentare schreiben, aber ich werde trotzdem eine Menge Parts am Stück aufnehmen, Leute. Deswegen wird es eventuell nicht viel bringen und meine Energie sieht schwach aus. Ah, don't shoot, por favor. You an American? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Anders Detling. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco? You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. I got a girl at college in Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? No, no, that's all right. Oh. Sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. Happy, healthy ex-cop? Give me a break. Tja, ich meine, sieht bei Max ein bisschen anders aus. Abgerissenes Stück. It looked loud and expensive enough to be Fabiana's. Her fashion sense didn't leave a whole lot of room for imagination, let alone food. The girl sure knew how to draw the eye. And maybe that was the problem, but at least I was heading in the right direction. Das ist bestimmt das totale Problem. So. Hier vielleicht lang? Nein. Die scheinen da drin zu sein. Gibt es hier vielleicht mal irgendwo Painkiller? Ja. Gott sei Dank. Ziehen wir uns mal gleich einen von rein, wa? Überraschung. Vergiss es, Mann. Vergiss es. Wow, wow, weg da, weg da. Wir machen es so. Wenn wir mal treffen würden. Treff doch mal. Oh. Das ist... Wow, ich habe gar keine Munition. Das ist natürlich... ein echtes Problem. Und unser erster Tod. Naja, das macht an dieser Stelle nichts. Ich meine, ich hatte keine Munition. Was soll ich machen? Vielleicht sollte ich noch mal... Zurück kann ich nicht. Cool. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann müssen wir das anders machen. Ein bisschen einteilen das Ganze. Okay, wir haben noch 3 Schuss. Das mache ich jetzt so. Ich gehe hin. Und pack ihn mir. Und tschüss, Mann. So einfach ist das. Leute, gar kein Problem, oder? Die Waffe nehmen wir mal mit. Habe ich jetzt beide? Jetzt habe ich 2-mal den. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein System, was ich ab und zu nicht ganz raffe. Ich meine, jetzt habe ich die Waffe. Jetzt sammle doch die Munition davon ein. Still alive, at least.
This crew was starting to look a lot like friends of the gatecrashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Ja, die mögen die wirklich nicht. Könnte man fast das Gefühl haben. Und ja, ich meine, den kann ich von hier aus eben besiegen. Kein Problem. Aber ich muss ein bisschen auf meine Munition gerade achten. Das ist doof. Das ist äußerst blöd. Weil das hier irgendwie nicht so ganz das Spiel ist, in dem man auf Munition achten sollte. Okay, wir haben ein bisschen was gekriegt. Ciao. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter, denn sonst wird dieser Part auch wieder so ewig lang. Ich krieg nicht jeden Part ein ganzes Kapitel rein. Das ist nicht machbar, weil einige gehen wirklich lang. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst wie, Daumen hoch, Kommentar. Kritik ist natürlich auch immer angebracht, Leute. Also, bis dann und ciao.